Ja, dann geht mal in Angriffshaltung, auch wenn ihr voll überladen seid. Guck mal hier irgendwie auf die Mauer, das habe ich vorhin schon mal geguckt. Ja, kommt mal da hinten in die Ecke. Wo ist Ja, wo ist eigentlich eigentlich Sarah Sarah abgeblieben? Die Trockenarmen sind auch noch alle voll. Ja, das meinte ich ja vorhin, die müssen wir abnehmen und auch die Wannen leer machen. Ja, ich bin schon dabei. Dickes Leder war drin, Qualität. Guck mal, halt auch schnell. Ja, ich komm nicht mal. Geht nicht beide in die gleiche Richtung? Oh, Sarah ist wieder da. Okay, wir haben gerade eine Burg gefunden, wo wir gut am Plündern sind, Sarah. Bleib da, wo du bist, ich hol dich ab. Und Ist die dann geht bei am besten in uns? unterschiedliche Richtungen auf der Mauer, nicht zusammen auf der gleichen Mauer, in die gleiche Richtung laufen, damit ihr beide Seiten abdecken könnt. Kann sein, dass sie das ist, ne? Die runter umrennt. Ach, du bist wieder zurück in die Burg geritten. Hier ist auch noch in den Hühnerställen ist noch überall Dung drin. Ich kann nicht mehr drauf zugreifen. Auf die Hühnerstelle, dann hast du wieder ein Problem. Dann musst du nochmal reloggen. Also du musst darauf zugreifen können. Das ist das erste Produkt, was du machen kannst da. Mache ich nochmal einen Regler. Ja, wir kommen gleich alle sowieso nochmal zurück. Wir sichern nur das gerade, damit das auch für den nach der JTA noch holbar ist, sagen wir mal so. Und dann kommen wir, wenn wir alle voll sind. Ja, geil. Hallo, Echo. Macht sowas. Es geht hier ab, hey. Oh, hier 132 leere Flaschen. Welche Quali? 50. Alter, wer drückt denn die ganze Zeit da? Also, ich bin das ich nicht. Oh mein Gott, nein, nicht das Dodo-Geräusch. Das wäre doch schön gewesen, wenn das jetzt durchgegangen wäre. Fünfundsechziger Fische. Auch schnell auf Toilette. Was willst du damit? Mit 65er Fischen? Hallo? Ach Mann. Ah, ich höre hier unten. Wo ist jemand? Ja, ich höre ihn da unten rufen. In Solen. Hast du schon einen Namen von dem? Nee, ich meine euch, also dich jetzt da. Ne? Achso. Also weit ist ja nix. Da bist du ja. Ja, wie muss der wieder weggeritten sein? Weil ich habe vorhin nämlich was gehört beim Reiten. War da nicht vielleicht zufälligerweise ein Elch, der da vorne steht? Nee, das war schwere Rüstung dran gewesen am Pferd. Okay. Und dann halt dieses Hufgetrappel, da habe ich gedacht, na. Na gut, wir haben die Burg gesichert erstmal, also kommt keiner mehr rein außer uns. Sei denn, der reißt die Mauern weg. Okay, also ich bin sowieso jetzt voll, also ich habe 100. Ja, deswegen packt euch jetzt schnell voll, wir reiten zurück zur Burg, holen Sarah noch mit ab und holen den Rest auch hier ab. Ich muss aber warten, weil meine Frau hier drin steht. Dass sie ungern hier alleine irgendwie. Naja, die Burg ist sicher. Also man kann sie jetzt verteidigen hier. Ist übernommen sozusagen. Ach so. Oh, da kommt jemand von oben runtergesprungen? Ah, das bin ich. Okay, ich dachte schon, da wäre ja jemand eingeloggt hier. Aber direkt fuck von meiner Nase. So, dann mache ich mich jetzt voll übermäßig voll, ne? Genau, mach dich randvoll. Mach mich randvoll jetzt. Pass mal auf hier, mit sehr viel Met. Ich habe wieder ein Pferd. Ich habe jetzt auch was gehört. Ist denn das einmal irgendwo? Das ist kein Bug, nein.
Da muss ich irgendeinen draußen rumreiten. Ja, macht ihr immer da drin weiter. Macht euch voll, ja. Halt ihr draußen weiter. Alles da. Pass auf unsere Pferdchen auf hier draußen. War schon jemand in der Mühle oben drin? Nein. Ich höre die Seitenraubenkokons mit. Also die Seitenraupen habe ich dabei. Und das fertige dicke Leder, wenn wir das noch mitnehmen können. Guck ich gerade. Das kriege ich so gar nicht mehr rein bei mir. Ich so gar nicht mehr rein bei mir. Na gut, das kann man dann machen noch. Weil die Raupen sind sehr schwer. Ja, wenn nicht, lasse da, also ja, lieber nimm was anderes mit, weil die Raupen, die kriegen wir so. Also dickes Leder fiel nicht rein. Er stopft mich alles voll jetzt, außer die Scheiße, die lasse ich da, ne, den Mist. Weil die 21 dicken Leder sind, glaube ich, wichtiger mitzunehmen. Aber gut, jetzt kommt ja sowieso erstmal keiner rein, also. Wieder da. Baby. Okay. Bin voll. Weil das Ganze können wir dann bei mir jetzt in das neue Lager auspacken, dann können wir noch aussortieren, wer was braucht. Ja, können wir so machen. Also ich bin jetzt. Das ist noch komplett leer, da ist nichts weiter drin. Okay, und ich bin jetzt voll. Das Ganze ist Plündergut drin. Hihi, guck mal, ich hab die Mühle gemacht. Das ist das, was quietscht. Ich denke, was quietscht denn da? Okay, dann reite ich mir schon mal zurück. Reiten, machst du mal Tor auf? Na klar, ich häng mich hier an so einem Mühlenblatt. Ich hab einen anderen Sprung. Wenn du doch wieder runterkommst, bist du tot. Ich spiel lieber gerne mit der Mühle rum, als wenn es das braucht. Ich komm doch schon. Da ist der Schein reicht. Das ist auch eine schöne Anfängerburg, ja. Ja, haben sie, also Frau Fuchs und Herr Fuchs haben die ganz gut umgebaut. Vorher hatte der hier Palisaden stellen, ne? Okay, machst du Tür zu, oder? Ach ja, muss ich auch wieder machen. Aber das ist natürlich auch scheiße mit der Mühle, weil dann wissen die... Andere, die hier hinkommen, lesen eh meinen Namen an dem Tor, von daher. Okay. Ist das Wayne? Okay. Jetzt kommen wir zu unserer Burg und die Burg ist kaputt und leer. Wow. Hey, ich hab die Burg geschafft. Ich hab ne Ingenieurskleidung. Die hätten wir dir auch bauen können. Ich hab immer auf den Moment gewartet, dass ich mir die plündern kann. Das macht viel mehr Spaß, die zu bauen. Jetzt freut mich so klein. Jetzt hat er was zum Spiel. Damit kann ich die besten Belagerungswerkzeuge bauen. Doch was Gutes. Jetzt sitzt er oben in seiner Burg und freut sich nachher so. Dann trinkt der erste mal sein Gummibärchensaft und dann hüpft für die Hüpfe. Oh ja, mein Met habe ich mir heute verdient. Den kriege ich nachher. Ich habe nicht, vom Met gestanden, ich habe Gummibärchen gesprochen. Nein, Met. Übergeschafft, juhu. Ein Bäume und Gestrüpp hier.
Hör mal, wir sind wieder an der Burg, dann nehmen wir dich wieder mit. Meine Güte, hat die Moorwacht hier gepflastert, ja. Die machen auch nichts anderes mehr wie Pflaster, ne? Ja, danke. Keine Ahnung. War richtig gut, ein riesengroßes Spiel, finde ich gut. Sieht gut aus. Hey, Ich hab die da auch noch nicht mal gesehen. Hab die doch ein bisschen weg. Ja, ja, merkt. Wow. Das scheint mal mit dem Reiten zu tun zu haben. Und das haben die irgendwann mal rausgefixt gehabt. Und jetzt mal ein Fett wieder drin. Das ist wie immer. Oh. Das war so toll. Ich bin ja oben auf dem Pferd noch. Ich dachte, ich bin runtergefallen. Entschuldigung. Denkt an die Türen, wieder schließen gleich. Jo. Achso, kann der Pferd eigentlich draußen bleiben, ne? Ja. Lader. Aber das ist das letzte schließt die Tür und das bin ich. Okay. Doch. Du das letzte? Ja, ich bin immer das letzte. Aber lass dich nicht drücken. Du musst auch einen Transport, du brauchst nur die Mauer angucken, ne? Dass du da runterkommst. Oh, wo ist denn hier die? So, den Rest packe ich rüben in die Waffenkammer schon mal rein, da wo es hingehört. Wo ist denn hier die? Wo ist denn das große Lagerhaus? Ja, drüben bei der Schule. Hätten eigentlich rüber reiten sollen. Oder wie, ich weiß nicht, was bei euch drin ist im Lagerhaus. Da dürfen wir nichts. Lagerhaus, können wir noch nichts reinpacken, Philipp? Er möchte noch nicht. Philipp hat gesagt, das ist Philipp sein Lagerhaus. Ansonsten packen wir es einfach hier ins Kleine jetzt. Ist da noch Platz drin? Nein. Meinst du hin, Schatz? Hm? Hörst du weit? Nee, ihr seid doch hier oben. Ach, hinten seid vorbeigelaufen, okay. Bin hier. Bin hier. Ja, geradeaus einer. Ja, das ist Sarah. Oh, wir hatten schon wieder SRL gedrückt. Ich? Geht schneller mit dem Rebo-Switchen alles. Okay, also, aber nur nicht reden dadurch. Oh, Hilfe! Ich hab sogar Granaten. Ich hab sogar Flachs geholt. Bin ich denn mit Flachs im Krieg? Ich hab auch mein Urin dabei. Habt ihr schon Schreiner und Kochkleidung? Die hab ich auch. Weil ich hab jetzt eine zu viel. Ich brauch den. Dann schenke ich die Sarah. Kochkleidung, habt ihr die? Nee. Boah. Ah. Was kriege ich dafür? Müsste aber eigentlich bei mir vorhanden sein, an der Schmiede. Bei mir Kochkleidung. Ein dicker Schmatzer heute Abend mit dem Hammer. Das ist halt für ein Angebot. Hier, komm her, kriegst du Kochkleidung.
Aber du musst mich auch angreifen. Das können wir nachher noch machen. Wenn alles so abends gut vonstatten läuft, können wir abends nochmal ein schönes Kämpfchen machen. Da bin ich eine Frau. Ich hab kochen. Die habe ich hier, die Schreinerkleidung hier reingelegt, ne? Mhm. Besser als die schon andere? Weiß ich nicht. Ja, dann macht euch noch eben leer und ich mache mir noch ein schönes Käppchen und dann geht's wieder los. Setz mich schon draußen wieder auf mein Gaul. So sein. Dann bleibt die erstmal hier in der Kiste. Wetzel, mach die Tür zu, diesmal bin ich's nicht. Ich mach das. Rennt alle raus. Wir sind da auf dem Boden gefallen. Ich bin einfach über den Mauer gesprungen. Warum muss drin bleiben? Okay, Tür geht zu. Oh, da steht ein Tier. Das ist genau wie auch schon passiert. Mit dem Brennofen. Oh, ich habe das tote Pferd bekommen. Halb tot. Aber nicht. Mal weg und dann so. Wie kann man ein Pferd teilen? Wegstecken. Einmal einstecken. Genau. Ich steck mir das Pferd in die Tasche. Ich habe ein Pferd in der Tasche. Oh, Schwesterherz. Mhm. Willst du mal mein Pferd sehen? Nein. Habe ich extra eine Tasche mitgenommen. Auch eine andere Stühle unbedingt. Nacken, ey, das ist ja. Kann auch gar nicht mehr aufgelaufen. Mein Rücken ist so. Eine höhere Stühle brauchen wir. Auf jeden Fall. Ich muss bald zur Arbeit. Ich will nicht. Hey. Oh. Ich war gerade aus. Aus. Ich gucke mal. Ich guck mal ganz kurz, wie das eine Spiel hieß. Ach, können wir später mal gucken. Ich bin ja da. Kannst du später gucken, dann gucken wir das morgen an. Jetzt, ja. Sehr gut. Was halt wir sind da. Wir haben ja jetzt in der Burg alles gesichert. Das wäre einfach mal so, wie wir jetzt sind hier bei Northumberland. Raum rein. Nur ein bisschen. Raum rein. Ein bisschen. Meinst du? Ja. Ich würde mich freuen, wenn die mich angreifen. Ich aber nicht. Wir haben Schiss vor Neuling. Kommen die jetzt zu dir? Ja, wer weiß, vielleicht denken die, das sind die Neulinge. Und dann schmeißen die einfach einen Pfeil rüber, so unbewusst. Und der trifft mich versehentlicherweise, weil ich dann da noch reinhechte. Dann ist aber zappenduster für die, glaub mal. Weil ich stecke im Moor fest. Der Straße bis zur Arena einfach folgen. Da ist auch noch ein Ballett. Warten wir mal hier. Hier können die uns glaube ich noch nicht so gut anblicken. Ist das Spiel wieder so lang gelaufen? Ist ein Buckel auf dem Rücken? Ja. Zieh mal beides während der Seiten. Das müsste ja funktionieren, ne? Verdammt, ja. Jetzt noch den. Ah, geht. Geil. Ja, dann hat er wenigstens Sinn. Kannst dich mit der einen Hand immer auf der einen Seite, wenn dich hier einer angreift, kannst du dich immer wegdrücken. Weg mit dem Schild sozusagen, genau. Und auf der anderen Seite greifst du an.
Weil im Fußkampf hat er keinen Sinn. Da schlage ich dir auf die Beine oder auf den Kopf und dann komme ich durch. Egal, Hauptsache was in der Hand. Ich bin ja. Ah, nice, man kann jetzt hier also reiten und kämpfen auf dem Pferd. Cool, wusste ich gar nicht. Das ja, also Einhandkampf, das geht. Aber nicht Bogenschießen, also nichts, was jetzt Fernkampf ist. Coole Sache, du. Wie macht man das? Einfach R und dann die Einhandwaffe. So wie du normal kannst. Aber du hast keine Einhandwaffen, du hast eine Zweihandwaffe. Oh ja, stimmt. So, dann würde ich sagen, gehen wir mal hier um die Burg. Hast du keine Trompetenmusik dabei? Ich kann mal Hellspells anmachen von AC. Oh, Runtime Error. Okay, dann warten wir hier. Soll ich mal schön im Kreis hier rumreiten, dass die unseren Namen am besten nicht lesen können. Oh, ich reite durch die Hecke. Ab durch die Hecke. Die Probleme haben, um unsere Namen zu lesen. Dann müssen die immer erst anvisieren, sozusagen. Den habe ich mir jetzt runtergeschmissen. Ja, das sollte nicht passieren, weil dann kann die gut anvisieren. Einer unten.